Hallöchen, ihr Banausen da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Prison Architect. So, oh, das funktioniert doch mit den Kondensatoren, Entschuldigung. Sehr schön. Ich hätte gedacht, das funktioniert nicht, aber gut. So, oben habe ich schon mal alles vorbereitet, dass hier der Truck kommt, wo nur, wo die ganzen Arbeitssachen und so hinkommen, mit der Schleuse drin, mit einer großen. Aber ich habe da gerade natürlich keine Kohle für. Warum auch, ist ja wohl klar. Irgendwas ist ja immer. Und jetzt wird dick Essen gekocht. Und wir haben jetzt da die Dinge jetzt auch fertig. Das heißt, wir können hier mal das mit denen verbinden. Dass sie auch automatisch aufgemacht werden können. Die brauchen Strom. Natürlich brauchen die Strom. Ist ja wieder logisch, ne? So. Wie gesagt, ich hoffe, das funktioniert. Dass dann die ganzen Leute nicht mehr abhauen können. Aber das werden wir dann sehen. Über die Straße auf jeden Fall nicht mehr. Da hat schon wieder einer eine Überdosis da unten. Ist ja auch irgendwas immer. Und das sind, ich will auf jeden Fall noch die Überwachung machen. Dass die, guck mal hier, Spiegelei. Bacon, meine Fresse. Was hier alles gibt. Wir haben zu wenig Kühlschranke. Wollte ich nochmal so sagen. So. Mal noch ein paar Kühlschränke reinbauen. So. Wäscherei hat irgendwie nichts zu tun, habe ich das Gefühl. Also nicht viel. Ich glaube, da ist auch viel zu viel, die da dran sind. Haben wir jetzt 7, haben wir 10 erstmal. Machen wir da auch mal 10. Sollte auch reichen. Ach komm, die Personaltür müssen sie trotzdem aufschließen. Ah ja. Kommt eigentlich. Also Wäscherei kann nichts geklaut werden, das ist gut. Aber die kommen sowieso alle da oben gleich hin. Okay. Warum haben die eigentlich so rote Klamotten an? Das ist normal so hohe Sicherheitsstufe. Eigentlich. So kriegen die denn hoch, wenn sie Scheiße bauen, glaube ich, ne? Kann das sein? Also wenn sie richtig Scheiße bauen, glaube ich, oder? Vandalismus. Was hat er denn bis jetzt gemacht? Kann man da irgendwo nachgucken? Personal angegriffen, ja. Das ist natürlich böse. Aber warum sind die in der Verwahrungszelle? Warum sind die in der Verwahrungszelle? Warum gehen die alle in eine Verwahrungszelle? Hä?
Verstehe ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Warum die alle auf einmal in die Verwahrungszelle gehen. Warum kriegt das Ding keinen Strom? Was hat denn da keinen Strom? Keine Ahnung. Was hat denn da keinen Strom? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Und jetzt gibt es Futter. Gutes Essen. Bin nichts so böse hier. Kostet $30 pro Tag. Pro Häftling. Ist schon heftig natürlich. Aber egal. Aber die Leute sind zufriedener, deswegen aufgeschissen. Ich könnte natürlich noch sagen, wir könnten noch mal duschen abends, wenn sie wollen. Warum gehen die alle wieder in eine Verwahrungszelle? Was ist mit den Zellen hier unten? Haben die keinen Bock? Verstehe ich nicht. Habt ihr hier unten Zellen? Verstehe ich nicht. Warum gehen die nicht da runter? Ist hier irgendwas kaputt? Warum gehen die nicht hier? Und pennen da? Verstehe ich nicht. Warum haben die normale? Vor allen Dingen. Ehemaliger Gesetzeshüter. Ach so, die haben alle Scheiße gebaut. Darum. Ach, Boing, ich weiß warum. Darum ist das. Weil ich das als niedrige Sicherheitsstufe gemacht habe. Klar. Ja, sieht schon besser aus. $4.000 habe ich nur. Das ist viel zu wenig gerade. Jetzt ist der Strom mal weg. Keine Ahnung, was das war. Die Frage wäre jetzt natürlich, Küche kann ich noch nicht machen, weil da habe ich kein geschultes Personal für, keine geschulten Häftlinge.
würde ich natürlich auch gerne da oben hinbauen, aber dann ist der Weg total weit. Deswegen, das ist scheiße. Wenn man dann nur eine Stunde Essen hat, das ist natürlich was für ein Arsch. Also irgendwie muss ich jetzt zu Kohle kommen. Sieht das hier aus? Ja. Auch gerade nicht rosig. Aber 400.000 ist gerade halt nicht viel. Wie breit war so ein Zwinger? Zwei. Okay. Das würde ja fast bedeuten. Anzahl. Das würde so reichen. Theoretisch würde so reichen. Oder? Eins, zwei. Warte mal, ich nehme mal irgendwas. Eins, zwei. Na, eins wenig. Mist. Na, machen wir nochmal. Machen wir Wand. Eins, zwei. Eins, zwei. So muss das. Also so. Jetzt habe ich zu wenig Kapital, ne? Du bist so ein Pimmel, ey. Ich nehme meine Hundestaffel bauen. Die Häftlinge bereit zur Bewährung, ey. Was ist denn da los? Warum steht denn da so viel Essen schon? Achso. Da ist Frühstück-Time. Duschen! Ab geht's! Da wurde schon wieder ein Hammer gefunden. Nee, 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 du. So.
Ja, 5 Häftlinge treffen auch uns. Warum kriege ich jetzt Minus? Ich kriege doch Plus eigentlich. Ashlow. Was ist denn da los? Butter. Ja, so schnell bist du nicht. Was hat überhaupt? Reicht das von der Zeit? Ja. Glaube schon. Los. Werkzeuge, gar nichts. Waffen sind momentan im Umlauf ein paar. Oh, da wurde schon mal einer gefunden. Lass ihn mitgehen lassen. Oh, Putzmittel. Da schon wieder eine Überdosis. Noch eine. Ach, drei sogar jetzt. Warum kriege ich jetzt Minus Cashflow? Das verstehe ich nicht. Was machen die Gefangenen? Hat schon wieder nicht umgestellt, wissen wir. So, jetzt aber. Der arbeitet, ah. So. Dann werden wir hier auch mal eine Servo reinkloppen. Auf jeden Fall. Machen wir auf da. Arbeitet. Sehr schön.
Jetzt können wir die Entriegelung wieder aufheben, aber das wird der Winger. So, ich weiß, dass ich noch eine Hütte reinbauen muss. Ich frage, wie rum? Ich glaube, das sieht immer gleich aus, oder? Oh, 4 Stück. Was kosten die überhaupt? 500. Okay. So, und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Prison Architect Schüssingen.